Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meiner Pinselsammlung. Heute möchte ich euch all meine Lidschattenpinsel vorstellen. Ich habe insgesamt 12 Stück, davon sind 4 von Essence, erkennt man ganz leicht an den bunten Pinselhaaren. Dann auch 4 kleinere, ganz schlicht gehaltene Pinsel, die sind von Rebecca Flöte aus dem Reisegrößen-Set. Dann habe ich 2 von Douglas von der Marke Belyongs. Dann noch diesen Zwitterpinsel von der Marke For Your Beauty, also aus dem Rossmann. Und von DM darf natürlich auch keiner fehlen, der Lidschattenpinsel von Abilene. Fangen wir also erstmal an mit den von Essence. Also ich habe ja hier einen guten Mix für euch vorbereitet, sowohl Drogeriepinsel als auch etwas teure Pinsel. Die von Essence hat sich, glaube ich, jeder schon mal einen geholt, um einfach mal zu probieren, wie ist so ein Lidschattenpinsel, weil sie sind ja wirklich günstig und ich muss auch sagen, eigentlich für den Preis dann gut verarbeitet. Man sieht natürlich jetzt auch schon im Bild, manche Haare stehen ab. Es ist auch so ein bisschen buschiger am Ende, wenn man es jetzt mit anderen Pinseln vergleicht. Von daher ist die Qualität okay, preisleistungsmäßig also voll in Ordnung. Dann finde ich es halt schön, dass sie bunt eingefärbt sind. Also den rosanen nehme ich dann wirklich meist für rosanen Lidschatten. Und die beiden lilanen nehme ich dann für grün oder blautöne oder braun. Somit kann ich mir das immer gut merken, weil ich wasche auch nicht wirklich jeden Tag meine Lidschattenpinsel. Deshalb muss ich schon gucken, welchen nehme ich für welchen Lidschatten. Dann von der Weichheit sind sie jetzt nicht so die Bombe, muss ich sagen. Also sie können schon kratzen, sind halt einfach nur nicht so gut verarbeitet, sind nicht so teure Pinselhaare hier verwendet worden. Und sie sind natürlich auch eingefärbt worden, ich weiß nicht, ob das dann auch noch extra strapaziert. Aber sonst, dadurch, dass sie halt so buschig sind und auch so ein bisschen leicht abgeschrägt, nehmen sie halt viel Produkt von der Palette auf. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht dementsprechend auch viel Produkt aufs Lid bringt, denn das ist ja immer schwierig, das wieder runterzukriegen oder zu verblenden. Aber ich male damit eigentlich sehr gern und habe ja auch 3 Stück davon, das spricht eigentlich für sich. Dann die von Rebecca Flöter sind halt ziemlich klein, aber eben wegen der Reisegröße. Also ich glaube, die größeren sind da ein bisschen besser, denn dadurch, dass sie so klein sind, brauchen natürlich ein bisschen länger, ehe man das Lid ausgemalt hat. Sie nehmen also nicht so sehr viel Produkt wie zum Beispiel die Essence-Pinsel auf, was natürlich auch gut ist. Sie sind halt ganz weich und zart, schön abgerundet. Der rechte ist jetzt ein bisschen breiter als der linke, aber sind sozusagen meine kleinsten Lidschattenpinsel, die ich besitze. Mit denen male ich eigentlich auch sehr gern. Dadurch, dass sie halt auch so ein bisschen spitz zu laufen, lässt sich damit eigentlich auch schön so die bis zur Lidfalte malen, muss ich sagen. Dann haben wir noch die von Belyongs. Da habe ich erstmal den ganz in schwarz, den Lidschattenpinsel, fast Handflächen groß. Borsten sind auch komplett in schwarz gehalten, schön weich, auch wieder so abgerundet und etwas spitz zu laufend. Und kann ich einfach nur nicht meckern. Ist ein guter Lidschattenpinsel von der Marke von Douglas. Aber mein Favorit ist der hier in braun. Und zwar ist der, glaube ich, mit Marderhaar, kostet um die 4 Euro. Habe ich mir auch schon mal nachkaufen wollen bei Douglas, aber da hat mir die Verarbeitung nicht gut gefallen. Hier bei dem finde ich es super, da steht kein Haar ab. Es ist, glaube ich, auch noch nie eins beim Waschen rausgegangen. Er ist halt schön abgerundet, sehr groß und buschig, also fast so wie die von Essence, muss ich sagen. Aber noch ein bisschen mehr hat er an Haaren und ich kann damit einfach super meinen Lidschatten auftragen und gleichzeitig auch noch meinen Lidschatten verblenden. Deswegen ist er so ein Allrounder, so 2-in-1 Produkt und deshalb nehme ich ihn auch wirklich täglich zu Schminken meines Augen-Make-ups und ich kann mir den gar nicht mehr wegdenken. Meine absolute Kaufempfehlung, muss ich sagen. Was mir aber hier auffällt, dadurch, dass sie eben so ein bisschen buschiger sind, sind die Haare auch ein bisschen pieksiger, aber auch nur ganz leicht, also so weich wie jetzt der andere von Belyongs ist der nicht, aber liegt der natürlich auch daran, dass ihm viel mehr Haar ist, dass er sie nicht so eng zusammengedrückt sind, sondern so mehr flauschiger auseinander, muss ich sagen. Und das natürlich dann ein ganz anderes Gefühl ist, wie bei den Essence-Pinseln. Dann habe ich bei dem Zwitterpinsel bei For Your Beauty einmal hier auf der linken Seite den Lidschattenpinsel und auf der rechten Seite so einen für die Lidfalte, also zum Verblenden. Den Lidschattenpinsel finde ich voll in Ordnung, er ist gut verarbeitet, ganz schön weich, eben auch wieder klassisch abgerundet, dann auch so ein bisschen spitz zulaufend. Dann finde ich, ist natürlich hier diese Färbung nicht ganz gleichmäßig, was mir auffällt, aber sonst super zum Lidschatten auftragen. Fehler oder der Pinsel, der mir nicht gefällt, ist der auf der anderen Seite. Und zwar ist der sehr, sehr spitz zu laufen. Wenn ich den jetzt hier mit von Rebecca Flöter vergleiche, sieht man schon den Unterschied. Er ist auch eindeutig dadurch
sehr hart und auch piekt auch ein bisschen. Also ich kann damit gar nicht gut Lidschatten verblenden. Ich habe dann eher Angst, dass ich mir mein Lid so ein bisschen zerkratze oder dass ich eher Produkt eben abnehme dadurch. Das ist also die Flop-Seite, muss ich sagen. Dann gefällt mir nicht, dass ich eben auf beiden Seiten was habe. Ich wollte es mal ausprobieren, aber dadurch kann ich ihn ja wirklich nur irgendwo hinlegen. Ist mir also eindeutig mehr was für die Handtasche oder zum Reisen, wenn es dann wirklich mehr liegt, das Produkt. Und der von Evelyn ist einfach auch nur einfach ein klasse Pinsel. Ist bei mir auch der längste, also ist dann wirklich so groß wie die Handfläche. Dann finde ich halt wunderschön, wie die Pinselhaare eingefärbt sind, am Ende so schwarz und grau. Es steht fast kein Haar ab, ist auch noch keins rausgegangen beim Waschen, ist ganz weich und zart und ist eigentlich auch so mit der breiteste Lidschattenpinsel, den ich habe. Hier am Ende sieht man es auch, also ist ordentlich dick, man lässt, kann schnell gut das Produkt auftragen und ich mag ihn einfach auch nur sehr. Und es ist ein gut Preis-Leistungs-Verhältnis, kann ich also auch wieder nur empfehlen. Dann kommen wir zu den zwei Pinseln, die halt wirklich zum Verblenden sind, aber auch zum Auftragen von eben Lidschatten. Da sieht man ja schon den Unterschied zwischen den einzelnen Marken. Der von Essence ist eher platt, der von Rebecca Flöter mehr abgerundet. Vom Umfang her nehmen sie sich nicht viel, der von Rebecca Flöter ist vielleicht noch ein bisschen größer. Sonst kann ich eben nur sagen, eben qualitätsmäßig ist der von Essence eindeutig eben schlechter, stehen Haare ab, die Borsten oder Pinselhaare sind halt auch ein bisschen pieksig, bei Rebecca Flöter ganz weich und zart, es steht kein Haar ab. Man merkt ja auf jeden Fall den Preisunterschied, aber man kann wirklich beide nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben schon meinen Lidschatten mit den Essence-Pinseln aufgetragen habe, nehme ich auch meistens den dann, um es zu verblenden, einfach weil ich dann eben dran gewöhnt bin. Und es kratzt ja auch nicht wirklich jetzt so, wie jetzt, wenn man Fingernägel kratzen würde, sondern es ist einfach nur eine ganz andere Haarqualität. Und den von Rebecca Flöter nehme ich also mit am liebsten, weil der halt so schön weich ist. Und dann kommen wir eigentlich schon zu dem letzten, auch von Rebecca Flöter. Und zwar ist das dieser abgeschrägte Eyeliner-Pinsel. Und zwar für Gel-Eyeliner. Leider habe ich gar keinen zu Hause. Ich nehme immer flüssigen Eyeliner oder den in Stiftform. Deshalb habe ich den nur mal zum Auftragen von schwarzen Lidschatten genommen. Und da war ich eigentlich sehr begeistert. Denn man kann mit dem wirklich sehr präzise arbeiten. Einmal, dass er eben so spitz abgeschrägt ist. Und hier auch so spitz zulaufend, also wirklich sehr dünn ist. Ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen, eben sehr dünn ist und auch sehr klein und fein, komme ich sehr gut damit klar, gute Handhabung und ist somit mein Lieblingspinsel bei diesen Lidschatten und auch noch dieser eben Pencil-Pinsel ist auch mein Lieblingspinsel bei den Rebecca Flöter Lidschattenpinseln. Ja, und dann haben wir es schon abgearbeitet. Ich kann mich nur wiederholen, mein Favorit ist der von Baejongs, dieser braune mit dem Marderhaar, kann ich jedem empfehlen. Cooler Allrounder zum Auftragen und Verblenden von Lidschatten. Ich werde mir auf jeden Fall davon noch einen nachkaufen. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.